Also guten Appetit und viel Spaß heute. Okay, danke. Wollen wir auch gar nicht lange drum rumreden. Den Stand auch gerade noch selber begutachtet. Wunderschön, sehr fantasievoll, sehr bunt, sehr lebendig. Der dritte Platz steht an das Foodsharing. Und querbeet natürlich, die ja den Stand gemeinsam aufgestellt haben. Kommt ruhig vor. Genau, kommt wir beißen nicht. Und was wäre da geeigneter bei jemandem, der sich schon Foodsharing nennt, als was mit Food zu überreichen? Wir haben Gutschein, ich habe ja nicht, bin ja nicht nur Landesabgeordneter, sondern habe auch eine Pizzeria. Insofern gibt es einen Gutschein bei uns für 20 Euro. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Reingemacht. Schöner Stand. Geht mal ruhig vorbei, wer noch nicht dort war. Es ist noch unglaublich viel zu essen da. Ja. Deshalb haben wir ja auch Gutscheine gemacht, die können Sie sich dann einteilen, denn heute wird vermutlich niemand noch was essen möchten. Der zweite Platz geht an die nicht weniger fantasievoll und bunt und sehr einheitlich eingerichtete, sehr stilvoll eingerichtete Kita in der Hildegardstraße. Da wir nicht so gut können wie Pizza machen, zumindest meine Firma nicht im Drogerausfall, gibt es auch für Sie einen Gutschein, natürlich ein wenig steigern. Und da können Sie mit Ihnen sich mal was gönnen, wenn mal vielleicht der Kater oder gerade was gebracht hat. Okay, super, vielen Dank. Dankeschön. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Kommen Sie auch gerne zu unserem Bücherfest nächste Woche Donnerstag. In der Zeit von 3 bis 5. Auch für Erwachsene mit. Genau. So, um die Spannung nicht ins Unendliche steigen zu lassen, zum ersten Platz ein sehr gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit sehr schönen selbstgebackenen Kuchen. Das Ganze sehr appetitlich angerichtet, sehr gemütlich beim Seniorenbüro Inge und Walter. Es ist ja auch schön, wenn sich die Senioren an so einem Fest beteiligen. Und Senioren haben sich ja auch mal Hunger. Insofern haben sie sich auch einen schönen Gutschein gemacht. Das ist toll, vielen Dank. Also ich glaube, die Senioren freuen sich auch mal sowas zu probieren, auszutesten. Genau. Dankeschön. Sehr gut, da freue ich mich sehr. Wir uns auch. Vielleicht bedanken wir uns auch abschließend bei allen, die überhaupt mitgemacht haben. Eigentlich sind ja alle Sieger, die irgendwie mitgemacht haben. Weil das lässt mich ja gar nicht zu Wort kommen. Das wollte ich, genau das wollte ich gerade sagen. Aber das, der Herr Gasse jetzt schon gerade gesagt hat, dem habe ich nichts hinzuzufügen. Wir bedanken uns bei allen, die teilgenommen haben. Sehr viele schöne Stände gesehen, sehr viele bunt eingerichtete Stände. Welcher auch sehr schön war, war der mit den ganzen Fröschen. Ja, der mit den netten Mützen. Ne? Der war auch super Stand, aber es kann halt nur 3 Gewinner geben. Wir bedanken uns bei allen Akteuren, dass ihr da wart. Habt Spaß. Ich bedanke mich beim Herrn Gasse für das Stiften der Preise. Gerne. Ist ja eine schöne Tradition geworden. Also, und da mache ich gern weiter. Im nächsten Jahr wieder. Genau.